Moin Leute, willkommen zu Edgar, neuer Teil. Wir haben jetzt ein paar Sachen beseitigen, die ich gemerkt habe während der Fahrt, die ja ein bisschen nervig sind. Unter anderem, das Lenkrad muss jetzt gerade. Lenkrad abbauen, gerade setzen oder Lenkrad tauschen ist ganz einfach. Wir haben hier eine Abdeckung drunter. Da kann man ein bisschen drunter hebeln. Die Abdeckung ist runter. Gucken, ob Opel Zeichen gerade ist. Dann haben wir hier die Hupendinger weg. Da haben wir hier drin eine Mutter. Ein Sicherungsblech. Hier seht ihr es. Das ist das Blech, was hier drum ist. Hier sind so Nasen. Hier. Die müssen wir zurückbiegen. Eine oder zwei Nasen. Dann können wir mit 22er die Mutter lösen. Und entweder geht so ab, indem man mal ein bisschen dran zieht am Lenkrad. Oder wir haben diesen Lenkradabzieher. Aber den zeige ich gleich, wenn man den ansetzt und das Lenkrad runternimmt. Ganz einfache Geschichte. Hier seht ihr jetzt die Blechnase, die weggebogen ist. Ich habe es schon angelöst. Wie gesagt, 22er. Darunter sitzt eine Feder, die fürs Rückstellen des Blinkerhebels zuständig ist. Es kann also sein, dass euch das Lenkrad entgegengeflogen kommt. Aber es fliegt euch nicht ins Gesicht. Die Feder hat nicht so viel Power. Da werden ja Geschichten erzählt, das ist Quatsch. Es springt nur ein bisschen vor und gut ist. Jetzt haben wir die Mutter ab und nehmen das Sicherungsblech hier raus. Kann man auch neu kaufen, wenn man so ein Ding möchte. Hier, dann ist das. So, und jetzt, entweder geht es so schon ab, was aber in den meisten Fällen nicht der Fall ist, aber wir nutzen dieses Werkzeug. Wie ihr sehen könnt, habt ihr so ovale Öffnungen im Lenkrad. Und da wird ganz einfach das durchgesteckt. Kann sein, dass ihr dort mit dem Hammer reinhauen müsst. Deine Hand ist doof, weil da Gusskanten sind. Auch hier muss ich es gerade mit dem Hammer ein bisschen bearbeiten, sonst wäre es nicht reingegangen. So, jetzt haben wir es drin. Ne? Jetzt müssen wir hier an dieses Rädchen, diese Flügelchen einfach drehen, damit es hinter das Lenkrad greift. So, einfach so. Dann links oder rechts drehen. Dann haben wir in der Mitte diese Schraube. Die drehen wir jetzt raus. Die packt da auf dieses Loch der Lenkstange. So. Das ist 19 oder 17, weiß ich nicht. Und jetzt stelle ich euch am Stativ, dann könnt ihr gucken, wie das Lenkrad abfliegt. Es ist 17. Jetzt drehen wir hier. Das ist ganz normal Abzieher. Jetzt drehen wir hier einfach. Und dann kommt das Lenkrad auch schon gleich entgegen. Bam! Bam! Das war's schon. Manche lassen die Mutter noch drauf, weil die Angst haben, da fliegt dann ins Gesicht. Aber ihr habt ja gesehen, es fliegt nicht ins Gesicht. So, jetzt haben wir das Problem. Wie kriegen wir das jetzt hier raus? Lenkrad abnehmen. Da haben wir hinten den Hupenknopf, den müssen wir auch abziehen. Jetzt seht ihr hier die Flügelchen. Ne? Hier. Die drehen sich jetzt. Die müsst ihr jetzt hier wieder in diese Löcher reinführen. Wie gesagt, die haben immer Gussvorsprünge, deswegen hier versuchen reinzustecken und dann mit dem Schraubendreher und Hammer wieder durchkloppen. Dann fällt das auch schon gleich raus. Na, ein bisschen wacke, die Gusskanten gebrochen werden. So. Ja. Seht ihr, hat sich noch ein bisschen verkannt hier. So. Werkzeug kostet nichts mehr, kostet ein paar Pfennige. Einfach Opel Lenkradabzieher und gut ist. Muss kein Original sein, es reicht. Ist wie gesagt ein bisschen fummelig mit dem Rein- und Rausführen. So, jetzt machen wir den Schleifring wieder hinten drauf. Jetzt haben wir hier die Feder. Das ist die Feder. Da zum Rückstellen des Blinkers ist. Und jetzt versuchen wir das Lenkrad einfach gerade aufzusetzen. Ihr habt eine Verzahnung. Deswegen jetzt auch manchmal Probleme gehen kann, dass wir es einfach nicht gerade drauf kriegen, weil genau wir zwischen ein Zahn sind und dann steht der Lenkrad immer so leicht schief. Natürlich doof. Das mussten wir machen, bevor die Leute jetzt sagen, Arztvermessung, scheiße. Wir haben ja die kompletten Spurstangen rausgehabt und die Köpfe dann einfach so angetreten. Man hätte es natürlich noch stundenlang so machen können, dass der Lenkrad irgendwie... Und deswegen war das Problem, dass wenn wir das nicht verdreht hätten, auf einer Seite das Gewinn nicht gereicht hätte. Ich werde jetzt Spurstangenköpfe und Stangen nochmal neu machen, hat Micha mir auch gesagt, und dieses Einstellungsstück. Dann fahre ich nochmal hin und mache eine Arztvermessung und dann ist das auch alles perfekt. Aber ich denke mal, der Lenkrad trotzdem gerade sitzen wird. Wir müssen jetzt gegen die Feder arbeiten. So, das war jetzt das Gewinde.
müssen wir in die Feder arbeiten. So. Und dann, jetzt wird es ein bisschen kraftvoller, müssen einmal das Sicherungsding drauf machen. So. Und die Mama. Wer auf Nummer sicher gehen will, der macht einfach einen Punkt Sicherungslack noch drauf. Wenn das festgedreht ist, hier oben einfach einen Punkt Sicherungslack drauf, dann löst sich das auch nicht mehr. Aber ich habe noch nie erlebt, dass sich das gelöst hat. So. Jetzt gibt es noch einen Drehmoment. Ja, aber na, fest kommt ab, bekanntlich. Und so fest ist das nicht, das Lenkrad eigentlich. Drehen wir es richtig an. So. Oh, eine Katze. Das reicht. Und jetzt haben wir hier noch die Blechnase, die wir wieder raufbiegen. So. Dessen nehmen wir dafür. Ja, dafür nehmen wir einen größeren Schraubendreher und sonst und schon sind wir fertig mit Lenkradtausch und gerade stehen. Jo. Das hat mir aufgefallen. Ich nehme, dass der Keilriemen, wenn kalt und feucht ist, anfängt zu quietschen, obwohl er neu ist. Ich denke, wir müssen die Spannrolle noch neu machen. Das werden wir machen. Ah ja, wenn ihr jetzt denkt, wegen Kofferraum, Wassereinbruch, was damit ist, da kümmere ich mich nachher drum, wie jetzt die Kleinigkeit beheben. Die eine Kleinigkeit war auch der Lüftermotor. Hört sich grausam an. Was aber normal ist, weil der Lüftermotor hat kein Innenraumfilter davor, nichts. Und die Welle rostet einfach an, wenn er so lang steht wie Edgar. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich drankomme. Oh, wir gucken gleich, ob wir drankommen. Um da vielleicht ein bisschen WD-40 oder so einmal reinzusprühen. Sonst müssen wir den ausbauen. Aber dann machen wir es später mit der Spannrolle. Machen wir dann später. Sondern gucken wir erstmal mit dem Kofferraum, damit da kein Wasser mehr reinkommt. So, gucken wir mal vorne wegen dem Lüftermotor. Oh, beim Ascona ist ja mit dem Lüftermotor viel einfacher. Man sieht ihn da unten so ein bisschen. Sitzt nämlich da unten. Das heißt, damit wir jetzt gleich drankommen, müssen wir dieses Verkleidung wenigstens abbauen und den Wischer mal wieder. Und dann gucken, dass wir da rankommen. Von der Lüftermotor. Sitzt der jetzt wirklich da? Ne, ist der Wischermotor. Ha, ich bin doof. Ich glaube nicht, dass der Lüftermotor hier sitzt. Doch, sitzt also müssen wir beide Verkleidungen wieder abbauen. Ja, der sitzt, glaube ich, mittig. Ja, er macht scheußliche Geräusche. Gar keinen Bock, ganz ehrlich, alles zu zerlegen, aber es muss sein. Das heißt, wir machen jetzt beide Wischer wieder ab. Mal wieder, hoffentlich kriegen wir sie runter. Und diese wunderschöne Verkleidung wieder runter. Naja. Und dann mal hoffen, dass wir den Wischermotor irgendwie schmieren können, dass er nicht mehr quietscht. Und zwar langfristig. Diese Kunststoffabdeckung muss man jetzt noch mit Kunststoffschraube hier lösen, also hier von dem Wischer. Jetzt nehmen wir die Plastikverkleidung mal hier raus. Vorsichtig, das ist nicht nur so dünne Scheiße. Und da sehen wir schon den Lüftermotor, nee, den Wischermotor. Ne, hier, da links, rechts Abläufe, immer gucken, dass da kein Scheiße drin ist. Das ist der Lüftermotor. Die Geräusche mal. Ja, ich denke mal, Schrauben los. Und sprühe mal ein, stecken dran und dann höre ich, was los ist. Ja, machen wir das. Das sind so 10er Schrauben, wo der gehalten wird. Yeah. 8er Schrauben sind das, keine 10er. Sorry für die Verwirrung. Drauf. So.
Banane. Licht. Boing. Nee. Er war nur angefahren. Es ist nämlich so eine Dichtung drunter. Ja, zwei Schrauben, ne? Wie soll man denn hier raus? Ich habe auch was gemacht. Mann, ist so. Bah, Dreck drunter, ey. Ja, das ist der Lüftermotor von Bosch. Mehr ist es nicht. Ich vermute, dass hier hinten das nicht alles offen ist. Dass hier, ne, das Lager einfach voller Staub und Dreck ist. Hier vorne seht ihr ja auch, dass da schon Rost ist. Hier auf der Welle. Dass wir das einfach mal alles sauber machen. Mit Waffenöl einschmieren. Bisschen Fett drauf. Und dann mal gucken, was passiert. Aber erstmal müssen wir sauber machen. Denn das dahinter sieht eklig aus. Sprich hier unten, da, das hier alles sauber machen. Ihr seht, es ist kein Filter dazwischen. Da geht es direkt in den Innenraum, also zum Wärmetauscher. Und deswegen, ja, der einzige Filter ist das Rad hier vorne, was alles durchhäckselt. Mehr auch nicht. So, mal eben sauber und dann sehen wir uns an der Werkbank mit dem Lüftermotor. Oh, willkommen! Wir machen als erstes hinten das Ding mal mit Bremsreiniger sauber. Hier. Die Welle. So, sieht schon gleich mal ein bisschen besser. Hier den Anker. Das Abrieb runter. Da vorne nochmal. Die ganze Dreck weg. Die sind ja ein bisschen gefettet und geölt und so, nur durch Staub und Dreck. Staub und Dreck setzen sich die ein bisschen zu. So. So. Die ganzen offene Spule, Kontakte, hier den Kondensator, Widerstand, whatever, um eben die drei Stufen zu steuern. Stecke alles mit dem Zeug an, das reinigt, beseitigt Schmutz und schützt es. Deswegen machen wir das jetzt mal komplett hier. Ja, Zeug ist sau teuer, aber ist wirklich geil. Damit habe ich bei Sigi alle Schalter wieder reaktiviert, die nicht funktioniert haben. Geiles Zeug, Kontakt 60, geil. So, lass jetzt ein bisschen verdunsten. Hier haben wir Waffenöl. Waffenöl kommt dann hier auf die Welle hinten, nicht auf die Spule. Und hier hinten drauf, wie auch hier vorne. Und dann kommt nochmal ein Kletz Fett hier hinten drauf, ja, hier vorne drauf, damit das lang, ja, das hält ja auch Staub ab, denn das Fett bindet ja auch Staub und Dreck, was das hier nicht wirklich, das ist ein dünnes Öl, das Waffenöl. Gut, bis gleich. Hier vorne ist schwieriger ranzukommen. Mal gucken. Da reicht da erstmal nur ein Spritzer.
kein 40 Kilo drauf. Genau wie hier. Hinten in die Welle rein. So. Das heißt, ein bisschen reinziehen. Dann benutze ich weißes Sprayfett. Einmal einen Stoß hier hinten drauf, nicht dazwischen. Und einmal vorne drauf und dann bauen wir mal ein. Ne, wir bauen ihn dann ein und gucken mal, ob er dann mal quietscht. So. Sprühfett. So. So, jetzt machen wir erstmal den Stecker da dran. Hose. Und da. Den Stecker dran. Guck mal, was passiert. Ja. Ja, nicht ganz umsonst, aber weil es quietscht noch immer. Es liegt nicht am Lüftermotor. Hört ihr das Leichte? Irgendwas klemmt hier hinter. Das quietscht. Irgendwas hängt hier hinter. Also muss das mal raus. Das liegt gar nicht am Lüftermotor, aber es war nicht ganz umsonst. Es war nicht ganz umsonst gemacht. War jetzt dieser gefettet. War nicht nötig, so wie es aussah. Und wir haben Wasserablauf frei gemacht, weil hier seht ihr den kleinen Rüssel da. Da ist auch ein Wasserablauf und der sitzt genau hinter dem Lüftermotor. Der war voll bis oben hin mit Dreck. Der ist jetzt auch frei. Ich konnte dahinter sauber machen. So, ich baue jetzt alles wieder zusammen. Dann mache ich an, dann hört er wieder quietschen. Irgendwas mit der Lüftungsdüse in der Mitte nicht in Ordnung. Da hängt vielleicht irgendwas drin. Oder muss man mal gucken. Cool. Ja, hätte ich vielleicht direkt machen sollen. Während die Lüftungsklappe hier zumacht. Das Problem ist, bei den Opel-Modellen der 80er und 90er war es immer so geregelt. Wo kommt der ganze Dreck hier oben her eigentlich? Naja, auf jeden Fall war bei den Modellen das so geregelt, dass immer Kaltluft aus den Mitteldüsen rauskommt. Da kam immer Kaltluft raus. Da kann minus 40 Grad sein, es kam Kaltluft raus. Deswegen musste man die zumachen. Nur wenn es quietscht, ist das ein bisschen doof. Im Sommer ist es ja egal. Ja, gut. Wir haben den Ablauf repariert, dass da wieder was rauskommt. Wir haben den Lüftermotor geschmiert. Das wird den auch gut tun, dass er noch lange hält. Aber, ja, wir müssen gucken, wo dran es liegt. Aber ich glaube, das ist eher die Klappe. Weil wenn ich die zumache, dann quietscht das. Das heißt, ich muss das mal hier abbauen und gucken, wie es dahinter aussieht. Ob da irgendwas absteht, Geräusche macht oder... Naja, weil... Das ist nervig. Dann lassen wir die lieber offen stehen. Ja, das war dieses Thema. Viel Lernen um nichts, so ungefähr. Kofferraum, Wassereinbruch. Ja, da haben wir leider ein Problem. Hätte ich vielleicht jetzt gerne auch gemacht, aber ja, es stürmt draußen, es regnet draußen, hat keinen Sinn. Ich möchte den Wagen draußen hinstellen und an bestimmten Stellen, wenn die Kamera im Kofferraum ist, Wasser raufkippen und zu gucken, wie einer geschrieben hat, Verschraubung des Spoilers, Abläufe Seiten, Abläufe, Endspitzen gucken. Das kann ich jetzt gleich gucken, ob da Wasser drin steht. Ich glaube es nicht. Kofferraumdichtung, Rückleuchten, dass man gucken kann, ob da Wasser reinkommt. Wenn es aber draußen regnet und stürmt, kann ich das nicht kontrollieren und gucken. Und hier in der Halle Wasser drauf zu kippen, ist doof, weil die ganze Halle nass. Also müssen wir das später machen, wenn das Wetter ein bisschen besser ist. Auf jeden Fall haben wir diese beiden Punkte, die mir jetzt während der Fahrt störend aufgefallen sind, soweit behoben. Gut, mit der Lüftung nicht. Aber wie gesagt,
Da werden wir noch rangehen. Jetzt wird es ja wärmer, dann ist es nicht so schlimm. Wir werden deswegen im nächsten Video erst sehen mit dem Kofferraum, wo der Wassereinbruch war. Und dann auch die Ergebnisse der Abstimmung. Dann werde ich ihn nicht auflösen im nächsten Video. Er sieht aber sehr schön aus für mich. Dann muss ich mal wieder zu Marcel. Und dann wird es auch ein Video geben, wie wir die Teile dann holen. Und dann verbauen wir sie auch. Gut. Ja. Ich würde sagen, war dieses Video. Ich glaube, das wird leider nicht so lang. Aber ja, muss auch mal sein, ein bisschen kürzer das Video. Aber ich möchte jetzt nicht noch wochenlang warten, bis ich jetzt mit dem Kofferraum anfangen kann. Weil das Wetter sieht im Moment nochmal nicht geil aus. Der kommt aber in eine trockene Halle. Dann läuft da kein Wasser rein. Deswegen beenden wir jetzt dieses Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, liken, teilen, kommentieren. Im nächsten Teil gibt es dann direkt am Anfang die Auflösung der Abstimmung. Nicht erst am Ende oder so. Ja. Tschüss.